Hallo und herzlich willkommen im Steinekeller. Ich bin der Tobi und heute wollen wir wieder ein kleines Stadtupdate machen. Heute geht es mal ein bisschen mehr um den Industrielook, der hier vorne schon ein bisschen angesprochen worden ist und wie der sich im hinteren Teil in der Hospitalstraße weiter ausarbeitet. Wie beim letzten Mal schon erwähnt, habe ich ja hier die alten Eisenbahnschienen aus den 80er Jahren hergenommen, um diesen Industrielook zu gestalten. Also so Stahlträger, etwas altertümlich als Verzierung um die Monorail-Schienen. Und das habe ich hier jetzt weiter fortgeführt Richtung der Hospitalstraße, den Namen eben wegen dem Krankenhaus und dann eben auch der Endstation Hospitalstraße von der Monorailbahn. Hier sind wir eben am Straßeneingang vom Turm am Rosengarten. Wir können hier einen kleinen Blick in die Fußgängerzone werfen. Am Kino vorbei und hier sind wir eben schon in der sogenannten Hospitalstraße. Die macht hier eigentlich eine Kurve rum. Dann haben wir hier noch in der Mitte ein Haus mit Kuppeldach, unten ein Durchlass. Im Innenhof ist dann noch ein Parkplatz. Hier zwei Parkplätze direkt vor dem Krankenhaus. Und dann geht es hier in die Hauptstraße hinein. Hier haben wir noch Baustelle. Das wird dann das nächste Projekt. Und wenn man hier dann jetzt ein bisschen weiter runter geht, das ist der Blick eben in diese Hauptstraße rein und dann hier die Einmündung Hospitalstraße. Und hier haben wir eben den Endpunkt der Monorail, den Bahnhof Hospitalstraße. Den habe ich ein bisschen verbessert gestaltet. Beim letzten Mal war das noch recht wackelig, diesmal ist er etwas stabiler. Und eben auch mit diesen alten Schienen aus den 80er Jahren mit diesem Sandgrün und diesem alten Grauton gibt es, finde ich, einen industriellen Look wieder. Und da kann man schon einiges draus machen. Ich habe sie halt so gut es geht verbaut, weil was soll man sonst mit den Schienen sonst noch machen? Und hier kann man dann eben warten, bis die Bahn eintrifft. Und hat hier so eine kleine alte Industriehalle als Wartehalle. So sieht es dann aus, wenn die Bahn im Bahnhof steht. Gut überdacht. Und jetzt hier eben von der Höhe Sky Lounge ein Blick in die Hospitalstraße. Auch ziemlich viel grün gehalten. Hier an der Seite auch 30er-Zone, ganz wichtig wegen Krankenhaus. Und Blick über den Haltepunkt hin zur Baustelle von einem weiteren Hochhaus. Das gelbe Gebäude im Hintergrund, das wird die Post. Da haben wir dann den Delikatessenladen und das Rathaus kann man hiervon schon erblicken. Hier nochmal ein Blick von oben auf das gesamte Geschehen. Also die Hospitalstraße ist nicht sehr lang. Zwei gerade Straßenplatten, eine Kurve und dann ist schon wieder Ende. Aber eben, es muss hier nicht immer ewig lange Straßen sein.
Zum kleinen Abschluss noch einen Blick wieder in den vorderen Bereich. Ich versuche hier noch immer eine Feuerwehr zu bauen. Leider irgendwie gelingt mir das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also hier im Baustellenbereich, das sollte eigentlich die Halle werden, wo die Fahrzeuge von der Feuerwehr drin stehen, bloß die passen nicht rein, weil eben die Monorail-Schiene obendrauf zu niedrig angesetzt ist und irgendwie meine Fahrzeuge zu groß sind. Ich muss mir noch was anderes überlegen, vielleicht muss ich auch vorne die Tankstelle abbauen, um das Ganze dann nochmal richtig gestalten zu können. Vielleicht wird es doch nur noch eine moderne Feuerwehr, ich weiß es nicht, mal gucken. Jedenfalls, das soll erstmal so ein kleiner Zwischenschritt mal wieder gewesen sein aus der Stadt. Und beim nächsten Mal schauen wir uns wieder einen weiteren Teil an. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis dahin, ciao!